Dieser verbirgt die Geheimnisse der alten Welt und des neuen Alltags. Darin kannst du eine bestimmte, nicht sehr wertvolle Ressource lagern. Das würde vielleicht auch Sinn machen. Wasserfass. Nee, warte mal, ich wollte es mal eben kurz durchlesen. Ein Wasserbehälter aus Plastik, den du mit Eimern oder Flaschen befüllen kannst. Das Mischen von Salz und Süßwasser ist nicht möglich. Ja, okay, warte mal. Das macht natürlich Sinn, ne? Ich den hier hinpacke. So. Und zweimal alten Schrott und Plastik. Ich will es einfach nur mal ausprobieren, ne? Alten Schrott haben wir. Haben wir hier noch irgendwo Plastik drin? Ich glaube eher nicht. Wir sind out of Plastik, ne? Ja. Ja. Aber macht nichts. Dann stellen wir eben was mit Biomasse her. Ein bisschen haben wir ja. Jetzt nicht so viel, aber ja. Ja. Die Platten werden auch noch ein Vermögen kosten. So, pass auf. Hier ist immer noch nichts Neues, ne? Okay, bis später. Ja, hier ist noch voll. Hier ist... Wow, okay, was ist denn hier los? So. Strom. Und hier auch nochmal Strom. War das jetzt hier? Ja, ne? So, Plastik. Dreimal Plastik brauchen wir. Ich mach mal 10 Plastik, komm. 10 Plastik, 3 brauchen wir nur. Und dann wollte ich nochmal eben schauen, was wir nochmal für die Bodenplatten brauchen. Plastik und Biomasse. Uiuiui. Ich mach mal eben 2 Stück nur. Damit haben wir immer noch genug Plastik. Um eben zu schauen, ob wir dann da halt, wenn die Dinger jetzt hier gleich fertig sind, dass wir da halt rüberkommen. Weißt du, wie ich meine? Das wäre halt schön. Zack. So, so. Na gut. Was macht sie denn hier? Baut sie denn... Baut sie irgendwas, oder? So, die Frage ist, wie viel kann man da reinfüllen, ne? Das ist die Frage. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, ich brauche mehr Plastikflaschen, ne? So, zack. Aber erstmal mache ich den Sprinkler voll. Ah, sehr schön. Okay, sie bemüht sich. Okay, sie will... Sie ist, glaube ich, wieder... Warte mal. Wer ist das? Claire. Sie schafft es, glaube ich, nicht mehr bis zum Becken. Der ist nämlich auch noch hier am Laden, aber dann können wir sie schon mal hier eben hinpacken. Claire. Bewegen, einmal hier hin. Ne, wenn sie dann fertig ist, kann sie dann nämlich da reingehen. Dann brauchst du nicht den ganzen weiten Weg da laufen. Das sollte eigentlich funktionieren. So. Ach komm, Metallrohre fehlen da auch noch, sehe ich gerade. Okay. Ja, wir haben noch das ein oder andere zu tun hier auf jeden Fall, ne? Es ist, Es ist auf jeden Fall noch was zu tun. Ja, 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 ja. So. Dann machen wir einmal den hier wieder. Wir brauchen auf jeden Fall Bohlen. Naja. Mit Süßwasser, genau. Oh, da passt... Okay, da passt einiges rein. Ja, das ist natürlich gut. Dann können wir hier nämlich... Dann würde ich da nämlich... Wenn wir das rechte Beet machen... Da nehme ich auch nochmal einen hinpacken. Quelle Wasservorkommen. Einmal mit Salzwasser. Kann ich eigentlich gucken? Einmal mit Süßwasser. Okay. Nee, ich will es nicht ablegen. Nein, nein, nein. So. Kein passender Eimer will mit Süßwasser. Süßwasser ist richtig, ne? Ich komme da manchmal echt durcheinander, obwohl ich es gerade erst gemacht habe, vor 2 Sekunden, weißt du, wie ich meine? Das ist immer so, ja, okay. Gut. 9. Pass auf, dann pumpen wir nochmal vor. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Machen hier nochmal, solange das noch brennt. Einmal hier. So. Einmal vorbereiten, aber dann haben wir da schon mal ein bisschen, weißt du, auf Vorrat.
12 passen da rein. Okay, nice. Hm. Passen da mehr rein? Ich will es mal ausprobieren. Ich meine, ich weiß halt nicht. Ich dachte, da passt halt nur einer rein. Aber da ist ja noch jetzt ein bisschen weiter gegangen. Haben wir da 12 Wasser drin? Nee, okay, mehr Wasser geht nicht rein. Okay. Alles klar. Gut. Dann mach du mal hier. Dünger haben wir jetzt erstmal nichts mehr. Ich esse mal was. Zack. Dann haben wir das und das und das und das und das. Gut. Sie ist ja noch am Bauen. Deswegen würde ich mich jetzt erstmal... Ich meine, das dauert nicht mehr lange, bis sie wieder fertig ist, aber... Erstmal hier schauen, was wir hier noch brauchen. 5 Fletchfisch. Da kriegen wir 2 Dünger. Genau das brauchen wir. 5 Fletchfisch. Jetzt muss ich mal schauen. Habe ich den mit Muscheln bekommen oder Würmer? Ne, Würmer war, ich glaube, Dings, ne? Hilfe. Genau, da haben wir Muschel bekommen. Da kriegen wir sowas. Ich meine, das können wir auch mal machen, so ist es nicht. Na, dann kriegen wir da wieder ein bisschen Fischsteak. Ich muss noch mal rausfinden, was wir mit den Kalamari, mit den Meeresfrüchten. Da können wir vielleicht... Warte mal, Salat plus Meeresfrüchte. Können wir vielleicht einen Meeresfrüchte-Salat machen? Das muss ich mir mal merken. Ja, ich glaube, wir brauchen die Angeln. Die Muscheln für den Fletchfisch. Fletchfisch. Gut. Dann... Ja... Wird's wohl jetzt eine längere Angelsession, weil bis ich die 5 Muscheln habe und natürlich die Frage, ob wir bei jedem einen Fletchfisch bekommen, ich denke mal eher nicht, müssten wir, glaube ich, eher auf 10 Muscheln gehen. Ne, wenn da wirklich wieder ein System hintersteckt, ich weiß halt nicht, ob der die Muschel dann verbraucht. I don't know. Wir schauen einfach mal, ne? Wir sind heute, ja, Angler Pete sind wir heute. Angler Lucius. So, einmal ohne Köder angeln. Obwohl, die haben 3 Sachen. Ja. Plastik. Okay, nehme ich auch gerne. Plastik ist auch immer sehr, sehr gerne gesehen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo noch... Da haben wir schon die erste Muschel. Ob wir irgendwo noch Fletchfische haben. Kann sein, dass wir die aufbewahrt haben, ne? Ja. Taschenlampe. Okay, nehme ich auch mit. So. Ja, das dauert jetzt. Das dauert jetzt ein bisschen. Dann kriegen wir wieder Mikrochip. Okay, theoretisch brauchen wir nur die... Brauchen wir nur die Muscheln. Da haben wir wieder eine Muschel. Jetzt kriegen wir wieder irgendwas. Altmetall. Okay. Ich weiß halt nicht, ob da ein System hinter ist. Keine Ahnung. Weil der Dreier müsste jetzt... Ist das jetzt ein... Das war eine Muschel, okay. Der Dreier ist eine Muschel. Genau, und der Vierer ist irgendein Hardware, ne? Oh, oder sowas. Okay. Pass auf, wir machen das jetzt ganz einfach. Zack. Ich will einfach nur mal schauen, ob ich das System hier, ne? Dreier ist eine Muschel. Das müsste wieder eine Muschel sein. Das ist eine Muschel, sehr schön. Da müsste jetzt ein Vierer kommen. Ne, ein Dreier. Dreier ist eine Muschel. Jo. Okay, wir haben 5 Muscheln. Ich versuche schon mal mein Glück. Ja, das ist nämlich die Frage. Das wird eine Krabbe sein, aber das Problem ist, dass er die Muschel, glaube ich, direkt verbraucht. Deswegen müssen wir die Krabbe... Ja, genau, wenn dann... Ja. Ja, das macht Sinn. Dann brauchen wir 10 Muscheln. Weil jetzt kommt der Fletchfisch, dann kommt wieder eine Krabbe, dann kommt wieder der Fletchfisch, ne? Dann geht die Rechnung tatsächlich auf. Die ich mir natürlich vorher hochkalkuliert ausgerechnet habe, weil ich ein so krasses Mathe-Genie bin, dass selbst Albert Einstein vor mir erfürchtet wäre. Ne? Oh. Scheiße. Ich weiß nicht, ob Albert Einstein ein Mathematiker war. Ich habe keine Ahnung. Ne? Das war nur wieder gefährliches Halbwissen.
Auf jeden Fall hat er irgendwas mit Mathe zu tun gehabt. Okay. Pass auf, ich habe ein erst. Wow. Ja, das ist natürlich... Das ist ein Einer, den brauchen wir nicht. Ich krieg schon wieder Hunger. Das ist eine Muschel. So, zack. Pass auf, kann ich währenddessen was essen? Ne, wir haben noch 40, das sollte erstmal reichen. Man, das ist ein Vierer, den brauchen wir nicht. Ne, klar könnte ich natürlich auch rausreißen, aber ich will das jetzt erstmal fertig machen. Denn so geht es halt am schnellsten. Wenn wir wieder einen Schrott brauchen oder sowas, können wir das natürlich auch machen. Ne, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben drei, einen habe ich verkackt, drei Krebse haben wir und eine Dings. Ja doch, das macht Sinn. Den einen haben wir ja verkackt. Ja gut. Dann macht das doch Sinn. Okay. Drei Muscheln. Muschel, Muschel, Muschel. Muschel, Muschel, Muschel. Huch. Okay, jetzt habe ich jetzt schon einfach weggezogen. Ich bin ein Genie. Weil ich glaube, jetzt ist nämlich... Nee, doch nicht. Okay. Weil dann haben wir nämlich den Ekomaten auch fertig. Weißt du, und brauchen uns mit dem halt dann auch nicht mehr beschäftigen. Das ist dann eine kleine Baustelle, die wir weniger haben. Ich meine natürlich, wenn das Angeln hier, ne, das zieht sich natürlich auch ein bisschen. Deswegen, ja, ich schaue einfach mal, ne. Wir müssen schauen, wie das mit den Folgen ist. Manche sind ja auch nicht 15 Minuten, manche gehen 17, je nachdem, wie der Cut dann ist. Da müssen wir halt echt schauen. So. In der Hoffnung, dass wir heute eine große Ausbeute haben und keinen Fletchfisch vergeigen. So. Ich meine, wir hätten noch welche, aber ich weiß nicht, wie viele. Noch ein Fletchfisch, ja, sehr schön. Den brauche ich, danke dir. Gleich, okay, vielleicht kriegen wir ja jetzt schon 5 zusammen. Das wäre natürlich mega. So, zack und zack. Angriffslustige Krabbe, die können wir auch... Ja, die, da können wir gleich direkt mal Essen draus machen. Okay, nicht verkacken bitte. Jo, da haben wir einen vierten. Sehr schön. Zwei Muscheln haben wir noch. Da sollte doch bestimmt noch ein, komm, Fletchfisch dabei sein, ne? Jo, ist er. Geil. Mega. Zack, dann haben wir alle 5. Dann können wir uns die 2 Dünger holen und nochmal 2 Beete machen. Da müsste ich dann auch den Sprinkler gleich schon mal in Position bringen. Zack, alles klar. So, tschüss. Okay. Angel me up. Let's go. Aufzug nach oben. So, da wären wir wieder. Ich habe übrigens nachgelesen, es gab tatsächlich Performance-Updates, ne? Man merkt es schon. Natürlich zwischendurch nochmal ein paar Ruckler, wenn wir hier, ne? Wenn die Szene lädt, wenn das speichert, wie auch immer. Aber, ja, das kann man mal verzeihen. So, hier, 5 Dinger. Was? Ach so! Wir brauchen 10. Habe ich irgendwo Fletchfische? I don't know. Das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend, wa? Macht ja nichts. Wir können auf jeden Fall erstmal... Pass auf, das wollte ich mal eben ausprobieren. Meeresfrüchte und Salat. Seltsame Substanz. Okay. Kaviar dabei? Nö. Aber irgendwas mit Meeresfrüchten. Fischöl? Nö. Heidelbeeren? Nö. Mondknolle? Nö. Nochmal Meeresfrüchte. Nö. Chili? Nö. Wilde Blümchen? Nö. Mandel? Nein. Kaviar hatten wir, glaube ich, schon. Naja, genau. Ja, man muss sich ein bisschen ausprobieren. Man muss sich ein bisschen ausprobieren. Was haben wir sonst noch? Ein Pilzchen. Okay. Ein Böhnchen. Mandelmilch. Obwohl, ja, ich wollte gerade sagen, das ist sehr, sehr eklig. Schockschwerer Tintenfisch. Stimmt, den brauchen wir auch noch für Dings, ne? Okay. Den können wir filetieren. Erstmal. Ich weiß halt nicht, ob wir den auch vielleicht brauchen für, ne, irgendeine Dings. Ich habe keine Ahnung. So, zack. 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 Okay. Okay. Ja, okay. Dann einmal rein damit.